Eine komische Perspektive irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich habe kurz nach 10. Wir hatten heute Sport. Ein bisschen gelaufen, erstmal, Körper musste sich erstmal an die. Moment. So, da bin ich wieder, eben das Radio ein bisschen leiser gemacht. Ich habe da so ein altes analoges Radio auf der Fensterbank stehen. Ich habe auch keine Fliege da. Ganz schön ungewohnt beim Sport heute, weil wir mussten laufen und so weiter. Und der Körper war da gar nicht mehr dran erinnert. Ich wusste gar nicht, dass der Körper überhaupt noch laufen und springen kann und so weiter. Das war echt ungewohnt. Also nein, verlernt man natürlich nicht, aber mir ist mir eingefallen, dann gehe ich mal eben schnell noch duschen und dann das Bettchen gleich. Dann kämme ich meine Haare durch. Das ist ganz schön krank, oder? Sieht das gut aus? Weiß ich nicht. Schreibt mir Kommentare da, ob es gut aussieht oder nicht, ob das gut ist. Und ja, wünsche euch was. Keine Ahnung, wie ich auf diese Idee jetzt komme. Ich habe irgendwie mir gerade so eingefallen, habe gerade TikTok geguckt. Da mache ich ein bisschen Haarporno. Also vor dem Duschen kämme ich die mal einmal durch. Ich habe die meisten als Dutt so zusammengebunden. Und die werden immer länger. Immer länger, ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. So. Also als Pferdeschwanz habe ich die auch noch nie gemacht, wenn nur aus Versehen. Guck, so lang sind die. So bis zu unter die Brust. Ja, perfekt. Also, richtig lang. Und sind gepflegt, kein Spliss, so ein bisschen hin und wieder schneide ich mal die Spitzen mal so einen Zentimeter ab, also nur die Spitzen. Und war ich noch nie beim Friseur, also länger nicht mehr. Und jetzt springe ich in die Dusche, mache mich mal ein bisschen frisch und dann geht's ins Bettchen. Und morgen ist Freitag, Wochenende, ich komme. So. Kann man das sehen? Ist das gut? Cool. Ich hab die auch nicht so kurz, sondern richtig lang gewachsen. Ich hab auch keine Boxershorts an, aber das ist was anderes. Das sieht man nicht. Ich guck mir die Kamera vorher. So. Einmal richtig ausschütteln. Aber ich zeige das ehrlich gesagt ganz selten. Ich weiß gar nicht, was überhaupt jemand weiß. Ich so lange Haare habe. Ich spiele jetzt gleich da meine Dusche. Da. Badehose hängt da noch. Also Sporthose. Habe ich den Sport angehabt heute. Und. Ja. Schönen Abend noch. Schlaft schön. Gute Nacht. Ciao. So, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich komme gerade aus der Dusche. Also. War mein Sport. Dann duschen. Schön gefrisch. Ich mach die Tür mal hier zu. Ich hab auch nichts an. Aber das ist was anderes. Ich mach mal so Dusche. Und. Ja, mach ich heiße Dusche am Abend. Was gibt's Besseres? Also kalt dusche ich auch nicht im Winter, im Sommer. Also schön warm. Und dann. Kalt duschen im Sommer, also ist der Körper ja noch mehr angestrengt als vorher. Dann ist mehr Energieverbrauch als vorher, also immer schön lauwarm duschen im Sommer, so kenne ich das, so wurde mir das beigebracht. Wie sieht aus wie? Wie sieht es aus? Wie so ein Vogeläs? Ja. Hier AK Mrs. Vogeläs Marek aus Oldenburg, Marek Oldenburg. Und. Ja, perfekt. Erstmal so schön durchrubbeln. Ich habe zwar auch einen Föhn hier hängen. Und den Föhn benutze ich ganz, 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 ganz selten. Der funktioniert auch. Also den benutze ich fast nie. Ich glaube, den habe ich jetzt ein paar Mal nur benutzt. Und lass meine Haare mal in der Luft trocknen. Wie gesagt, ich kämme die gleich nochmal durch. Werde dann Haare durchkämmen, dann Haargummi rein und dann gehe ich meistens mit nassen Haaren ins Bett. Das mache ich schon ewig so. Es gibt nichts Besseres. Und gut, frisch bezogenes Bett ist noch viel besser, aber das kommt noch. Also, ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ja, so nach der Dusche, gerade läuft. Erstmal Haare durchkämmen, ich wische die mal so durch nach dem Duschen.
Und dann kämpfe ich die einmal nochmal durch, einfach ganz normal. So. Also, das kennt ja auch so, kennt ja fast jeder mit, also mit langen Haaren oder eine Frau weiß dann da nach dem Duschen durchkämmen. Deswegen liegen bei mir im Badezimmer auch immer schwarze lange Haare. Also sind meine, keine Ahnung, nicht von einer Frau oder so, meine. Früher habe ich immer aufgeregt über eine Ex-Freundin, dass immer die Haare im Badezimmer lagen. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr. Also, dazu sagen. Ich kenne mich jetzt durch. Bin ich zusammen als Zopf, also so ein Dutt. Also ich nenne das auch Spaß immer Assi-Dutt. So, und dann lasse ich die gleich einfach trocknen in der Luft. Bis morgen früh dann halt. Und dann morgen früh durchkämmen und dann sind sie wieder fertig. Kleines Haarmacht-Tutorial von einem Mann. Wie machen wir uns die Haare richtig? Okay, ich stelle das Kamera so hin. Also wir nehmen die Haare nach hinten. Haartutorial von mir, ja, hätte ich auch nie gedacht. Wie bin ich einen richtigen Zopf? Also ich mache das mal so, man legt die ganze Haare in die Kopfhaut an. Also ich zwar aus, dass ich jetzt Glatze habe, aber habe ich nicht. Wenn man richtig hinguckt, sieht man das auch. So mache ich meistens so als Zopf. Das Pferdeschwanz habe ich noch nie gemacht, also wenn nur aus Versehen mal. Sonst mache ich die mal so als Dutt, glaube ich heißt das. Oder Asi-Dutt, auch Spaß. Und ein bisschen Dutt hier hinten am Rücken. Kann das so sehen. Dann drehe ich die einmal ein. Einmal eindrehen so und einmal durchs Haargummi. Und dann wieder so auf. Perfekt. Ja, also ich weiß auch nicht genau, wie das kommt. Blöde Angewohnheit von mir nach dem Duschen habe ich hier so. Kuhpads, Kuhstäbchen nenne ich die, oder Wattestäbchen. Schön mal oben auf dem Holzregal, da. Und nach dem Duschen mache ich mir immer die Ohren sauber. Ich habe da irgendwie so eine wunde Stelle im Ohr, keine Ahnung woher das kommt, vom Schweiß vielleicht, aber falsch gelegen. Also auf jeden Fall tut das ganz schön weh. Eine Wespe hat mir, eine Bremse hat mich gestochen, das tut auch noch weh nach 2-3 Tagen, aber überlebe ich, bin großer Kerl und so. Also mache ich immer nach dem Duschen einmal die Ohren trocken. Obligatorische Höschen. Nein, ganz normale Boxershorts. Also. Und das war's. 10 Minuten putz habe ich unter der Dusche. Morgen früh gibt es ein bisschen Rexona. Das muss ich morgen neu kaufen. Ich habe das immer. Und dann geht es ins Bettchen. Ciao. Ja, was macht man nach dem Duschen? Bringen wir mal so. Dingsen, zack, hier oben drauf, Radiowecker, ganz alter, ohne Dingsen. Ja, dann halt, ich habe hier so ein Handtuch, haben wir am meisten Ding, so ein kleines. So ein ordentlich, das kleines Handtuch da. Dusche lasse ich mal austrocknen, die schrubbe ich dann mit Scheuermilch immer wieder mal, einmal im Monat oder was, wie ich Lust habe, da Scheuermilch. Und ja, das war's erstmal für mich heute. Ich freue mich wieder auf mein Bett. Gucken, was ich mit dem Videomaterial mache. Schneide ich vielleicht heute noch oder morgen oder nachher im Bett. Und mein Wohnzimmer. Ja, also das kennen wohl die meisten. Fenster ist auch noch auf. Jetzt trinke ich noch ein bisschen Wasser. Und eine Zigarette und dann geht es gleich für mich ins Bett. Jo. Ciao. 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 Keine Ahnung, ich bin ein bisschen bescheuert. Habe ich irgendwo gesehen. Ne? Frau N. und so.